Hallo ihr Lieben, ich habe einiges Neues an dekorativer Kosmetik gesammelt. Also ich habe mehrere Shops besucht, mir mehrere Dinge bestellt. Manches war im Adventskalender und manches war auch in Abo-Boxen. Ich habe mal so eine kleine Auswahl zusammengestellt und das möchte ich euch gleich zeigen. Anfangen möchte ich mit einem Produkt, was ich noch nie gesehen habe, was ich überhaupt nicht auf dem Film hatte und wo ich noch nicht mal weiß, wie das gesprochen wird. Ich würde sagen, es heißt Paese, könnte aber auch Paes heißen. Schaut mal selber. Und hier Puder, oh, da steht was in einer Sprache, die ich nicht kenne. Möglicherweise Tschechisch. Oder Polnisch, leider kenne ich mich damit nicht so gut aus. Aber es steht auch auf Englisch drauf und so weiß ich auch, was das ist. Und zwar ein Hydrating Powder mit Kollagen. Das fand ich total spannend, als ich mir das bestellt habe. Es ist für normale Haut und es soll die Haut ein wenig mattieren. Und da habe ich mir vorgestellt, das passt doch bestimmt ganz schön für den T-Zonenbereich, weil ich da manchmal, wenn meine Haut so ein bisschen ja, mehr gepflegt, versorgt ist mit Feuchtigkeit, halt auch zu Glanz neige. So sieht das gute Stück aus. Ganz klassisches, tolles Design. Ich will mal gucken, es ist ein Dark Beige. Wo kommt es denn her? Aus Krakau. Na also, wissen wir doch Bescheid. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie das aussieht, wenn ich das denn aufmache. Ganz klassisch mit Spiegel und mit einem schwarz-weißen Schwämmchen dazu. Dann ist hier eine Folie drauf und ich habe da gestern schon mal aus Versehen reingekrapscht, als es mit der Post kam. Darum habe ich hier schon so ein paar Dinger drin. Es ist jetzt ein ganz normaler Puder, der so ein bisschen mattieren soll und der unserer blassen Haut im Winter möglicherweise so einen ganz kleinen farblichen Touch gibt. Finde ich nicht schlecht. Ich will den mal mit der weißen Seite, werde ich den mal aufnehmen. Weil diese Puffs oder wie auch immer man den nennt, finde ich gar nicht so schlecht. Aber ihr seht, er ist sehr dunkel. Das heißt, ich würde ihn wahrscheinlich eher mit einem Pinsel benutzen. Tragen wir den mal auf die Haut auf. Oh, funktioniert besser als gedacht, finde ich. Und der ist gar nicht so dunkel. Schaut mal, meine Hände sind mittlerweile schon sehr blass geworden. Aber ich finde, so dunkel ist der gar nicht. Ihr seht, hier auf dem Schwämmchen. Ich werde den ausprobieren und ihr werdet den natürlich wiedersehen. Entweder als Highlight oder als Flop. Ein weiterer Puder hat es zu mir geschafft und ihr wisst, ich stehe immer noch auf die Firma Bourjois und da habe ich das Healthy Balance Matt Eclat Naturel Puder. So sieht es aus. Das kann ich euch auch verlinken, genauso wie das andere. Wenn ich die Produkte finde, verlinke ich sie euch natürlich. Und das ist auch eins, was mattieren soll, aber gleichzeitig einen natürlichen, gesunden Glow geben soll. Da weiß ich noch nicht ganz genau, wie das funktioniert. Aber wie ihr sehen könnt, es ist erheblich heller als der andere. Ich hole den nochmal her und dann können wir uns das nochmal im Vergleich angucken. Weil ich denke, der eine ist vielleicht so ein bisschen mehr transparent. Vielleicht, naja, möglicherweise gibt der auch Farbe ab. Aber so sehen die beiden jetzt im Vergleich aus. Also da sieht man schon einen deutlichen Unterschied. Und ich werde auch beide benutzen und werde euch berichten, welcher besser ist, welcher zu meiner Haut passt. Weil ich denke, diesen hier kann ich super im Sommer verwenden. Und vielleicht ist das dann doch eher was für den Winter. Aber die beiden sind neu bei mir eingezogen. Weil Translucent Powder, den ich habe, ich benutze ja immer noch gerne
meinen Puder von Art Deco. Aber ich wollte auch mal wieder einen Kompaktpuder haben. Bei Kompaktpuder finde ich so praktisch für die Tasche. Weißt du, wenn du unterwegs bist und kriegst so ein bisschen Glanz auf der Nase, dann finde ich das immer ganz nett, wenn man dann eine Puderdose zücken kann und sich ein bisschen die Nase abpudert. Ja, das ist schick. Ganz neu eingezogen ist bei mir auch von Pixie by Petra diese Eyeliner-Farbe. Das ist ein Lidschatten. Der war übrigens im Kalender von Amazon. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich euch darauf hinweise, wenn etwas im Kalender war und ich euch das zeige. Den will ich euch mal swatchen. Das ist so eine kleine Packung, reicht mir aber komplett. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist jetzt eine Farbe zwischen Gold, Rosé, Gold und ganz klein wenig Kupfer. So ganz genau kann ich das nicht einsortieren. Es ist flüssig, also halbflüssig. Ich trage das mal auf. So sieht's aus. Und ich denke, ich habe mich getäuscht. Nein, es riecht wie ein Lipstick, wie ein Gloss. Das ist gar nichts für die Augen. Wie bin ich da bloß drauf gekommen? Ich kann es euch sagen, weil bei Pixie steht das nämlich nicht drauf. Und beim Adventskalender gab es keine Beschreibung. Und da kannst du mal sehen, wie schnell du einem Irrtum unterliegst. Ja, ist ein Lippenprodukt. Wunderbar. Hat sogar einen kleinen, minzigen Unterton. Ich lecke nicht an dem Ding rum, keine Sorge. Aber er zaubert Glanz. Hat so einen ganz leichten Perlmutt-Finish. Ganz leichtes Perlmutt-Finish. Ja, manchmal, ne? Weiß ich halt nicht, was ich sage, aber den finde ich nett, oder? Mal fix den Handrücken sauber gemacht, weil jetzt nehme ich noch was Schickes. Und zwar, ihr wisst, dass ich Highlighter nur bedingt benutze. Ich hatte ja einen Highlighter, bei dem ich nicht wusste, von welcher Firma er ist, aber er gefiel mir gut, weil er war in Stickform. Es war kein trockener, also kein Puder-Highlighter, sondern ein Stick-Highlighter. Und ich fand den bei mir jetzt immer schon so ein bisschen schöner als so einen trockenen Puder, weil genau auf meine Falten kommt ja das Highlight drauf. Und damit ich jetzt weiß, von welcher Firma ich einen Highlight-Stick habe, habe ich mir mal von Revolution den Ultra Strobe Stick bestellt. Schwarze Verpackung, klassisches Design, nichts dran auszusetzen. Und den werde ich jetzt mal auftragen und wir wollen mal sehen. Schaut, das ist so ein Champagnerton. Den gibt es in verschiedenen Tönen, aber ich fand diesen Champagnerton wirklich wunderbar. Und ihr seht schon hier mit meinen Lampen, ich habe heute versucht, die Beleuchtung ein bisschen besser hinzukriegen. Die spiegeln sich darauf. Ich finde, das ist schon vielversprechend. Spiegel muss zur Frau. Moment. Und jetzt trage ich mir den mal hier auf, da wo meine Augenfalten beginnen. Und wir wollen gucken, welchen Effekt. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Ich habe den nämlich noch nicht ausprobiert. Wow. Könnt ihr das überhaupt sehen? Ich glaube, für die Kamera muss ich mehr drauf machen, weil hier im Spiegel kann ich es ordentlich sehen. So, jetzt seht ihr es auch. Ein ganz schickes Teil. Sieht in der Kamera aus, als wenn er so einen ganz, ganz leichten lila Unterton hat. Und ich muss sagen, das sieht auch nicht nur in der Kamera so aus, sondern tatsächlich auch im Spiegel. Aber der ist nicht unschön. Schau mal. Ich finde den nett. Ihr könnt euch den mal angucken, weil auch den verlinke ich euch, wenn ich ihn finde. Ich finde das ein durchaus gutes Produkt und ich werde den auch einsetzen, weil demnächst mache ich ein Video, wo einige Dinge zum Einsatz kommen. Mehr kommt heute nicht, aber wo ich mal wieder Cremeprodukte oder Stickprodukte mit Trockenprodukten vergleiche und ich möchte jetzt einfach noch mal rausfinden, wie ist das, was ist besser, ein Puder oder ein Cremeprodukt für meine Haut. Vielleicht interessiert euch das auch, aber das wird kommen. Ein weiteres Produkt aus dem Adventskalender von Amazon war von NYX Worth the Hype. Eine kleine
Wimperntusche und die finde ich total süß. Und das ist eins der Produkte, was ich auch mit in Urlaub nehme, weil ich sprach auch davon, dass ich euch zeige, was ich in meine Urlaub-Kosmetiktasche packe. Und das werden alles Mini-Produkte sein. Da dürft ihr auch ganz irre gespannt drauf sein, weil ich freue mich richtig. Und diese Mascara, ich habe noch eine andere, die zeige ich euch dann in dem Video auch. Da freue ich mich schon, eine davon mitzunehmen oder vielleicht sogar beide. Ich habe ja den Platz. Ne? Guckt euch das Bürstchen an, das ist nicht verkleinert, das ist in einer normalen Größe. Und ich habe diese Wimperntusche noch nicht ausprobiert. Das werde ich dann aber tun und werde euch berichten. Mal sehen, ob sie irgendwas Besonderes kann. Ja, sie soll Volumen geben und Länge. Hat sie eine Wasserfestigkeit? Mascara? Nein. Kann ich nichts drauf sehen. Meistens ist es ja so, wenn nicht extra drauf steht Waterproof, dann ist das eine normale Mascara. Aber ich freue mich darauf, dieses kleine Dingelchen auszuprobieren. Wenn wir schon mal dabei sind, dann mache ich auch gleich mit der Adventskalendergeschichte weiter. Darin hatte ich einen Solo-Lidschatten, oder heißt das Single? Single Eyeshadow, glaube ich, von Maybelline New York. Hier habe ich diesen Sticker abgemacht, den Verschluss, weil ich habe die Farbe schon geswatcht. Darum sieht das jetzt hier so gatschig aus. Ich mag das zwar nicht, aber werde ich irgendwann noch mal runterkriegen. Und zwar ist das aus der Serie Color Sensational. Welche Farbe? So. Also für mich ist es Türkis. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. So sieht er aus. Ich habe nur so 2, 3 Single-Lidschatten, aber ich habe da im Grunde genommen nichts gegen, weil ich meine, das ist eine hübsche Farbe und so kann ich mir vielleicht auch mal Farben zulegen, die mir richtig gut gefallen und habe nicht alles das, was noch sonst so in der Palette ist, obwohl ich schon immer darauf achte, dass mir eine Palette durchweg gut gefällt. Also nicht nur 1, 2, 3 Farben, sondern mehr. Den will ich mal mit euch swatchen. Ein trockenes Produkt und es ist ein richtig sattes, schönes Türkis, was weniger Krawoms auf die Haut kommt, als ich annahm. Also so richtig dolle viel. Ich halte das nochmal als Vergleich, aber ihr wisst auch, was man auf der Hand swatcht, ist nicht immer das, was aufs Lid kommt. Aber hier hatte ich gedacht, dass ich da mehr herausholen kann, oder? Was meint ihr? Bestellt hatte ich mir ein Produkt von der Firma Models Own. Ich glaube, das sind Produkte, die es bei Douglas gibt, meine ich. Den habe ich auch schon ein bisschen länger. Wann ist mein letzter Douglas Haul gewesen? Vor 3 Wochen, 4 Wochen. Immer wenn da so Angebote sind, ne, so 10% Rabatt, 20% Rabatt oder so, dann gucke ich immer, was habe ich nicht, was habe ich noch nicht ausprobiert, was möchte ich gerne mal ausprobieren. Und da gab es dieses kleine Format und zwar ist das das Rock'n'Rosy Matte Powder Blusher in der Farbe Warm Almond, sind 2,7 Gramm. Fand ich, jetzt hinten hat man schon mal so eine Idee davon, welche Farbe das haben könnte, fand ich total süß, weil mit Spiegel und schaut man diese Farbe. Jetzt heißt die Warm Almond, aber ich habe auch so ein ganz klein wenig so ein Eldrosé vor mir, wenn ich da drauf schaue und ich hoffe, man kann das auch in der Kamera sehen. Auch das werde ich mal swatchen, weil Hand ist wieder sauber. Oh Gott, ist das weich. Wow. Auf dem Finger sieht man einen Puder und ich finde, es sieht schon sehr altrosa aus. Könnt ihr sehen? Oh, meine vernarbten Hände hier. Egal. Aber man kann den Ton sehen und ich glaube, der ist gerade in der etwas blassen Jahreszeit wirklich eine schöne Farbe, die ein bisschen Frische ins Gesicht gibt und dennoch nicht gleich so krabums, bang, bum ins Auge ist. Also das finde ich ein sehr schönes Produkt. Wenn der von Douglas ist, dann werde ich ihn euch verlinken, weil ich weiß auch nicht mehr, was er gekostet hat. Ich wollte es nochmal wissen. Ich wollte es genau wissen, weil ich habe so viele Augenbrauenstifte. Ja, Entschuldigung.
In fast jedem Haul ist ein Augenbrauenstift dabei, weil ich immer noch auf der Suche nach dem perfekten Stift bin. Also ich finde ja diesen Augenbrauenpuder ganz gut, den ich euch gezeigt habe von Elverde. Den mag ich ganz gerne. Oder eben auch eine Pomade mag ich auch ganz gerne. Aber praktisch sind ja Stifte. Und so habe ich mir jetzt in der Farbe Medium 717 von Sleek einen Augenbrauenstift besorgt. Und da können wir mal schauen. Bürstchen. Und das ging schwer auf. Genau. Dann dieses Produkt. Ich würde sagen, das ist so ein aschiges Blond und die Spitze ist so in Tropfenform. Und den gebe ich mir mal auf den Handrücken. Er ist ein bisschen kratzig, aber das darf er auch. Und er ist nicht aschig. Genau das Problem habe ich oft, dass die Blondtöne oder die hellbraunen Töne alle so ein Gelb, Orange-Rotstich haben. Dieser hier erscheint mir sehr gelb. Heute habe ich zum Beispiel einen aschigen drauf, das finde ich ganz gut. Und den hier finde ich wieder zu warm für blond. Also, das ist jetzt so der vierte, fünfte, sechste, den ich in meiner Sammlung habe, den ich so eigentlich dann wohl nicht benutzen kann. Aber ich werde ihn ausprobieren und vielleicht kommt er ja in die Sonderbar oder Wunderbar Geschichte rein. Wir werden sehen. Als letztes Produkt habe ich eins, wo ich wieder Verpackungsopfer war. Und ihr wisst, dass ich Kosmetik oder Make-up in Pappschachteln ganz, ganz wunderbar finde. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, in einem Online-Shop oder auch so, wenn ich in die Drogerie gehe, dann falle ich drauf rein. Bin mir aber nicht sicher, ob das ein Reinfall ist und ob nicht vielleicht mehr Firmen darauf eingehen sollten, auf Plastik zu verzichten. Obwohl auch hier ist natürlich Plastik drin, weil damit wird das Produkt geschützt. Vielleicht gibt es da auch noch eine Alternative. Es gibt ja auch so eine Art Wachspapier oder sowas oder so ein Reispapier. Was man, natürlich ist das teurer, ich weiß es. Aber meistens sind die Produkte, die so verpackt sind, auch ein Stück teurer als ganz einfache Plastikprodukte. Wenn ihr euch fragt, von welcher Firma das ist, dieses Africa Bronzing Powder, ist von W7. Es ist auch eine Firma, die ich durchaus interessant finde. Nun zeige ich euch mal, wie das verpackt ist. Also hier haben wir nur Pappe, obwohl da auch so eine Lasur drauf ist. So, und jetzt kommt's. Jetzt habe ich einmal den Pinsel eingepackt. Muss das sein? Zumal der Pinsel nochmal separat in so einer Kunststoffschale liegt. Das heißt, reicht das nicht? Jetzt mal ehrlich, guckt mal. Das muss doch nicht sein. So, und jetzt kommt's. Jetzt ist da nochmal eine Folie drauf. Moment, ich muss die erstmal rausfummeln. Was jetzt in diesem Fall auch gar nicht so leicht ist. Ja, mach's Mutter mal schwer. Ich hasse E-Verpackung. So, ich habe es gefunden. Und noch eine Folie. Hurra! Ich meine, das hier vielleicht, so, das wäre jetzt mal eine Idealverpackung. Da wollen wir nicht fummeln. Wenn schon, denn schon. Und dann den Pinsel drauf, Deckel drauf, fertig. Hätten wir das schon mal gespart. Ich weiß nicht, was das immer soll, jetzt ganz ehrlich. Und so kriege ich es leicht raus, muss nicht rumfummeln. Aber jetzt zeige ich euch endlich das Produkt. Und zwar sieht das so aus. Hübsch, oder? Ich finde das total interessant. Vor allem frage ich mich, wenn das ein Bronzer ist, ich gehe da gleich rein, was mit diesem Pink da in der Mitte ist. Vielleicht ist das so ein Kombiprodukt, dass du das auf die Wangen aufträgst und hast auch gleich so ein bisschen Frische im Gesicht und kannst dann halt auf Blush verzichten. Ich gehe da mal mit dem Finger rein. Es fühlt sich total witzig an, als wenn du auf Samt, guck mal, Samt unterwegs bist. Ganz, ganz witzig. Wahrscheinlich wird es dann mit Puder, mit einem Puderpinsel nicht so grob auf der Wange werden. Ich habe da jetzt mit dem Finger ziemlich rabiat reingewischt. Und denk dran, es ist ein Bronzer. Ich verteile den auch mal ein bisschen.
Er ist ziemlich trocken. So sieht er aus. Er hat keinen Glanz. Ist ein matter Bronzer. Er hat so ganz, ganz kleinen rötlichen Unterton. Das könnt ihr hier sehen. Und alles das, was ich jetzt ausgeblendet habe, ist schon ein bisschen in diesen bräunlichen Ton. Und so sieht das jetzt aus. Ich werde da vorsichtig reingehen, dann mit einem Pinsel und hoffe, dass es dann besser funktioniert. Das letzte Produkt, was ich habe, ist von 183 Days Ready to Brow Ink. Noch ein Versuch. Ich habe mittlerweile, glaube ich, 10 Augenbrauenprodukte und kann 2 nur benutzen, weil der Rest irgendwie doof ist für mich. Ich zeige euch den näher. Ja, da hast du so einen Applikator. Das finde ich jetzt ganz, ganz komisch, weil ich denke, damit kann man auch schnell mal zu viel erwischen. Das war aber auch ein Produkt, was ich für Sonderbar, Wunderbar gekauft habe. Und da ich das ausprobieren werde, werdet ihr den natürlich wiedersehen, weil das fand ich schon ein bisschen sonderbar. So sieht er aus. Sehr dunkel. Welche Farbe habe ich denn hier erwischt? 010 Ash. Ash heißt Asche. Ja, ich finde den jetzt ziemlich hellbraun. Er klebt. Das heißt, er wird auch die Augenbrauen dann da halten, wo sie bleiben oder wo sie sein sollen. Riecht nach nichts. Klebt. Ah, da werden wir ausprobieren. Also die Haut ist jetzt sehr stumpf und wenn ich darauf reibe, dann fängt er an zu krümeln. Aber hier auf dem Finger kann man noch ein bisschen sehen. Also, sonderbar oder wunderbar, das bleibt abzuwarten, finde ich. Also einige von den Produkten, die ihr heute gesehen habt, werdet ihr nochmal wiedersehen. Entweder in einer der Serien, in einem Schminki, wo ich mich vor der Kamera schminke, oder als Fail oder als Favorit. Auf jeden Fall kommen alle nochmal wieder. Ich wollte sie euch jetzt schon mal zeigen. Und dann habt ihr auch gleich nochmal eine Idee davon, was in dem Adventskalender mit drin war. Weil das habe ich ja immer dazu gesagt. So, ihr Liebchens, damit es nicht so lang wird. Und ich habe hier unten noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Kartons mit Produkten stehen. Also ihr könnt euch vorstellen, ich habe eine Menge Haul, eine Menge Kalender, eine Menge Abo-Box und eine kommt noch, habe ich hier schon sortiert. Also ihr werdet die nächsten Wochen viel sehen. Und der 4 Foundation Test kommt ja auch noch, weil die sind gestern angekommen. Da bereite ich mich auch schon drauf vor. Also ich habe eine Menge Material und ich hoffe, ihr habt dann eine gute Unterhaltung und ich werde alles natürlich austesten und euch berichten. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt jetzt gesehen, was ich mir Neues angeschafft habe und was ich damit vorhabe. Und ja, ich denke, das war's für heute. Und sagt mir mal, ob das mit dem Licht so besser ist, weil ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, weil ich bin hier von Lampen umrahmt, aber wenn ich auf meinen Monitor gucke, habe ich immer noch das Gefühl, zu dunkel zu sein. Kann aber auch daran liegen, dass ich die Brille nicht auf habe. Ihr wisst Bescheid. Alles klar, ihr Süßen, ihr Lieben, ihr zauberhaften Frauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.